Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 21. Heute habe ich unseren Weihnachtseinkauf für euch. Wir waren gerade einkaufen und zwar waren wir bei Aldi, bei Lidl und auch bei Hit. Ich habe eigentlich alles bekommen. Wir müssen morgen noch mal kurz los und zwei, drei frische Sachen kaufen, die wir jetzt dann noch nicht holen wollten, damit die halt bis Weihnachten natürlich auch halten. Da müssen wir unter anderem Suppengemüse, Rotkohl, also frischen und Salat noch kaufen. Also das habe ich jetzt noch nicht besorgt, aber wie gesagt, werden wir das morgen machen, denn ein paar Sachen sind morgen auch noch im Angebot. Das ist ganz cool. Da kann ich dann noch ein bisschen sparen. Aber ich habe hier trotzdem zwei vollgepackte Taschen. Wir haben auch noch so Random-Kram gekauft. Den zeige ich euch jetzt einfach auch. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go. Wir haben einmal von Lidl einmal Creme Brûlée für 1,18 Euro reduziert. Hat Jakob eingepackt. Ich glaube, der hatte die in der billigen Abteilung entdeckt. Dann haben wir hier zweimal Dominosteine. Einmal mit Zartbitter und einmal mit weißer Schokolade. Die waren auch bei Lidl im Angebot und dann hat Jakob die einmal eingepackt. So haben wir dann noch ein letztes Mal sozusagen Dominosteine. Bei Aldi habe ich einmal an der Backabteilung hier einmal eine Apfeltasche mitgenommen, einen kleinen Schokokuchen und drei Mutzen, also drei Quarkbällchen. Die sind für meine Oma, die werde ich ihr jetzt gleich mal runterbringen. Für sie habe ich natürlich auch eingekauft, das ist auch alles schon unten und ja, sie ist jetzt auch auf jeden Fall bestens versorgt für Weihnachten. Jakob hat eine Cola Zero eingepackt, ich glaube, die war im Angebot, ich bin mir jetzt gar nicht sicher wo. Dann haben wir bei Aldi einen Rotwein mitgenommen und zwar einen Lambrusco Italia, das ist wohl ein süßlicher Wein. Ich habe wirklich absolut gar keinen Plan von Wein. Aber ich brauchte ein bisschen Wein für meinen Rotkohl an Weihnachten und der Rest, der wird dann einfach als ganz normales Getränk an Weihnachten verputzt. Und dann dachte ich mir, nehme ich lieber was Süßliches. Ich glaube, damit kann man eigentlich nie was falsch machen. Jakob hat sich auch noch zwei Baumstämme beim Lidl mitgenommen. Die waren dort im Angebot und zwar mit Sahne-Nougat. Dann habe ich auch noch einen Weißwein. Und bitte steinigt mich nicht, weil dieser Weißwein im Tetrapack ist. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von Weißwein und den habe ich jetzt einfach mitgenommen, weil, ja, da steht lieblich und der war im Angebot und ja. Wir sind keine Weinkenner, wir holen das einfach nur meistens zum Kochen und dann mit der Rest einfach so getrunken wird. Und unsere Familie, beziehungsweise die, die halt Wein trinken davon, die haben nie besonders viele Ansprüche, von daher ist das okay. Übrigens, mein Weihnachtsoutfit, so war ich einkaufen. Santa Pullover, Weihnachtsweste und Haarreifen, natürlich auch Weihnachtshaargummi. Genau, die Leute haben wieder komisch geguckt, aber das ist mir pupsegal. Eine Packung Milch brauchen wir. Dann haben wir für unsere Soße an Weihnachten eine Dose Champignons. Die war bei Lidl im Angebot. Die habe ich dort geholt. Dann haben wir einmal Buko Gartenkräuter Frischkäse. Der war noch bei Aldi im Angebot für 88 Cent. Genauso wie ich bei die letzte Woche. Dann haben wir ein Paderborner Brot mitgenommen. Das war 30% reduziert. Jakob hat sich nochmal zwei Puddings mitgenommen. Und zwar diese ganz normalen lockeren Sahnepuddings mit Vanille und mit Schoko. Und im Angebot war einmal der körnige Frischkäse. Für Grießklößchen, die bei uns an Weihnachten bzw. an Heiligabend in die Suppe kommen, weil ich dieses Jahr eine kleine andere Suppe mache, haben wir einmal Grieß gekauft. Hat ganz gut gepasst, denn er war sogar im Angebot. Dann haben wir noch einmal diese Pfirsichringe hier eingepackt. Die waren auch im Angebot. Und ich habe noch einmal dieses Eis hier mitgenommen von Cremissimo. Das Schwarzwälder Kirscheis mit Schokostückchen, genau. Sieht eigentlich ganz lecker aus und da wir am ersten Weihnachtstag nicht hier sein werden, wir werden bei meinen Schwiegereltern sein, aber meine Eltern sind natürlich trotzdem hier und dann hat meine Oma gesagt, sie würde dann trotzdem gerne so kochen und dann sind die so unter sich, finde ich auch ganz cool, gab es auch schon lange nicht mehr. Ja, und da habe ich das hier als Nachtisch für die mitgebracht, weil die sind jetzt auch nicht so der Nachtischmensch und damit es nicht zu viel ist. Genau, dachte ich mir, wenn es im Angebot ist, dann nehme ich das mit. Dann habe ich noch einen Mozzarella mitgenommen, den ich möchte an Weihnachten, wenn wir Frühstück machen, so so ein richtig schön alles drapieren. Und dafür brauche ich den. Dann habe ich noch einmal Sonnenblumenmargarine mitgenommen. Die brauchen wir so fürs Brot und dann auch zum Braten und so weiter. Für Heiligabend habe ich einmal von der Aldi Eigenmarke die Knack- und Backbrötchen mitgenommen. Diese normalen 6 Sonntagsbrötchen. Das ist jetzt schon super lange so ein bisschen Tradition, dass Jakob und ich an Heiligabend, weil wir halt nie viel frühstücken, weil es ja so viel zu essen gibt, einfach uns die nehmen. Dann haben wir noch einmal den Saftkochschinken mitgenommen. Der war richtig, oder ist richtig lecker.
Dann einmal Cheddar wieder in weiß für den Aperitif, den ich an Heiligabend machen werde. Genauso wie Thanksgiving, da gab es ja auch so ein Aperitif. Fand ich richtig cool und da wollte ich den an Weihnachten auch machen. Dafür habe ich einmal den roten Multivitaminsaft mitgenommen. Einmal neue Petersilie, diese getrocknete hier im Glas. Die muss bei uns immer sein. Dann habe ich einmal einen neuen Sack Zwiebel mitgenommen. Die dürfen jetzt an Weihnachten auch nicht fehlen. Die kommen gefühlt überall rein. Und zum Schmoren und so braucht man die auf jeden Fall. Für meinen Rotkohl gab es einmal Apfelmark. Normalerweise machen wir da Apfelstückchen rein. Ich wollte es dieses Mal, weil ich so ein cooles Rezept gefunden habe, mal mit Apfelmus versuchen. Und dann habe ich das Apfelmark entdeckt. Ja, und das habe ich dafür mitgenommen. Ein bisschen Wurst und Käse musst du natürlich auch noch mit. Ich habe euch ja gerade schon ein bisschen was gezeigt. Wir haben ja auch noch die Sachen aus dem Polenladen, aber wir wollten sicher gehen, dass genug da ist, weil wir auch mehrere Leute jetzt dann über die ganzen Tage immer zum Frühstücken sind. Wir haben einmal Bauernschinken noch mitgenommen. Dann hier so eine Hähnchenfleischwurst mit Gemüse. Da ist jetzt Karotte und Puri drin. Die ist auch super lecker. Einmal noch wieder Salami. Dann noch einmal ganz normale Fleischwurst. Und wir haben noch einmal so eine Mixpackung hier mitgenommen. Da ist einmal feine Teewurst, einmal grobe Teewurst und dreimal Leberwurst drin. Genau, meine Mama zum Beispiel isst auch gerne Leberwurst, aber diese großen, weil wir halt super selten Leberwurst essen. Oder eigentlich nie, bis auf meine Apfel-Zwiebel-Leberwurst. Die habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehabt. Aber diese Pöttchen, die sind einfach zu viel. Diese Würstchen auch, deswegen die kleinen da, die sind schon ganz gut dafür. Dann ebenfalls fürs Frühstück an Weihnachten habe ich nochmal Mozzarella-Minis mitgenommen. Dann kann ich den einen Tag den großen und den anderen Tag die kleinen benutzen. Brötchen, Brezeln, Brot und so weiter haben wir eigentlich auch noch eingefroren. Das werden wir dann auch zum Frühstück benutzen. Ich habe aber auch nochmal 6 Weizenbrötchen mitgenommen, weil wir eingefroren nämlich Körner haben. Und dann haben wir noch so eine kleine Abwechslung. Und dann haben wir noch einmal Fleisch mitgenommen. Ich habe euch ja schon gezeigt, an Heiligabend wird Sauerbraten geben. Und dann haben wir auch noch einen Putenbraten. Den hatten wir ja reduziert gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Hall gezeigt habe oder ob das zwischendurch irgendwann war. Der ist auf jeden Fall auch für Heiligabend. Und für den ersten Weihnachtstag wird es diesen Putenrollbraten geben. Der ist mit Paprika-Zwiebel gefüllt. Der war sogar reduziert. Richtig cool, weil der auch nur noch ein paar Tage haltbar ist. Und ja, den wird meine Oma dann für den ersten Weihnachtstag kochen. Weil da sind die nämlich nur zu viert. So. Ich habe noch einmal Chips mitgenommen. Und zwar diese Light Chips mit Paprika. Das waren einfach die einzigen, die so mit Paprika waren. Wo nicht noch Chili oder so mit drin war. Und ich wollte unbedingt diese geraffelten haben. Ja, deswegen Light. Vielleicht ist es ja sogar besser, ne? Man weiß es nicht. Einmal Toastbrot, da haben wir wieder das normale Weizen-Toastbrot mitgenommen, das kleine hier. Ich habe ebenfalls noch 10 Eier mitgenommen. Ich brauche Eier dann fürs Frühstück und ich brauche Eier auch für die Grießklößchen. Deswegen, ja, 1,60 waren die reduziert und 30% billiger, genau. Da hat Jakob die entdeckt beim Hit, deswegen war das ganz gut. Dann habe ich noch einmal Schweineschmalz mitgenommen. Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gekauft. Aber das ist für unseren Rotkohl, das ist auch zum Anbraten und so. Ja, habe ich einmal mitgenommen. Ich wollte eigentlich Butterschmalz haben, aber das war ja so hart von teuer. Das ist ja nicht mehr normal, ne? Deswegen habe ich den mitgenommen. Ich habe meine Oma vorher gefragt, die sagt, da können wir auch nehmen. Dann habe ich für heute einmal Pizza mitgenommen. Jetzt vor Weihnachten kochen und viel und so. Ich habe ja schon viel aufgebraucht. Und heute gibt es einfach mal eine Pizza. Genau, habe ich einfach diese Dreierpack Salami mitgenommen. Das passt ganz gut. In der billige Abteilung habe ich 2 Joghurts mitgenommen. Die waren reduziert jeweils auf 31 Cent. 31 Cent, alles klar. 31 Cent. Und zwar diesen Bananenjoghurt mit Schokoflakes zweimal. Was ganz geil war, die waren auch 30% reduziert und zwar auf 1,15 Euro. Maxi King haben wir zweimal mitgenommen. Dann brauche ich für meine Soße, da brauche ich zum Beispiel auch das Suppengemüse für und dann für unsere klare Suppe. Und da wollte ich dann die Suppe selbst so einreduzieren, dann auch mit ein bisschen Rotwein und so weiter. Ja, und dafür brauche ich dann einmal Sahne, die wollte ich damit abschmecken. Da habe ich wieder die Kochsahne mitgenommen. Genau. Dann einmal Öl, da habe ich das von Hit Bio mitgenommen, das Bio-Rapskernöl. Das mochte ich sehr gerne, deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Das ist auch unter anderem dann noch fürs Salatdressing, weil wir auch noch einen frischen Salat dann machen werden. Und dann habe ich einmal noch Apfelsaft mitgenommen. Den brauche ich tatsächlich für meinen Rotkohl. Habe ich nämlich ein ganz geiles Rezept gefunden. Und wie ich eben schon erwähnt habe, also zweimal Suppengemüse bräuchte ich noch. Das hole ich dann morgen frisch. Salat hole ich noch frisch. Und frischen Rotkohl, also so einen großen Kopf oder 2 kleine, je nachdem. Weil wir dieses Jahr auch unseren Rotkohl mal selber machen wollen. Für den Nachtisch brauche ich mir nichts überlegen. Ich habe ja jetzt das Eis für den ersten Weihnachtstag für meine Oma und meine Eltern. Und Jakobs Tante wird noch da sein. Und meine Schwiegermama macht ansonsten für die ganzen Tage ganz viel Nachtisch. Deswegen brauche ich mich da nicht drum kümmern. Jakob fährt dann einfach morgen oder vielleicht auch Samstag, je nachdem wie es passt, die ganzen frischen Sachen noch holen. Getränke haben wir soweit hier. Wasserkisten kaufen wir dann auch nochmal.
Und dann haben wir eigentlich alles zu Hause und dann müssen wir uns nur noch auf Weihnachten freuen. Und ja, auf die schöne Zeit, aufs leckere Essen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr an Weihnachten esst. Von mir aus alle 3 Tage oder nur an einem Tag. Schreibt es mir einfach. Es würde mich sehr freuen, da mal ein bisschen reinzuschauen, was so eure Tradition ist. Wir machen ja an Heiligabend nicht nur das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern meine Schwiegermama macht noch die ganze polnischen Leckereien. Jakobs Tante wird dabei sein. Die macht noch Kartoffelsalat und Würstchen. Also bei uns gibt es wirklich alles, weil ich das cool finde, dass jeder seine Tradition behalten kann. Jeder kann von jedem probieren und das ist auf jeden Fall immer sehr lecker, was da alles auf dem Tisch so steht. Und da würde es mich freuen, von euch zu wissen, was ihr so macht. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns direkt morgen bei einem neuen Vlogmas-Tag wieder. Tschüss!